Leute, willkommen auf meinem Channel, mein Name ist Sami. Das heutige Video ist auch so ein lang erwartetes Projekt und zwar ist das ein Strickpullover-Video und ich habe auch dieses Video vor 3 Wochen schon auf Instagram angeteasert und da habe ich auch gesagt, dass zu dem Thema in nächster Zeit was kommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass erstens Black Friday und der Versand so ein bisschen Probleme macht und gleichzeitig auch, dass ich auch so viele Strickpullover finde. Ich habe echt alles mögliche gespeichert, was ich online, was mir gefallen hat oder was ich cool fand und habe dann die besten in diesem riesen Pool von Strickpullovern die besten bestellt und für euch direkt in Outfits kombiniert, damit ihr so eine Vorstellung dafür bekommt, wie die fitten und gleichzeitig so als Inspiration. Ich habe auch hier drauf geachtet, dass wir so ein bisschen so eine Diversity haben an unterschiedlichen Pullovern, sei es jetzt von den Designs her, manche so mit Druck, wie den ich gerade anhabe, oder mehr so Plain Jane, so relativ klassisch, basic, den man mit alles Mögliche tragen kann, oder mit Stehkragen, Rollkragen oder sogar mit so einem Half-Zip. Und ich habe auch bei der Preisklasse, habe ich auch drauf geachtet, dass wir hier so eine gute Preisrange haben, manche, die ein bisschen preiswerter sind, manche, die ein bisschen teurer sind, damit auch für jeden was dabei. Ich habe auch am Ende des Videos für euch so ein kleines Giveaway und zwar geht es um ein Geschenk so für den ganzen Support vom letzten Jahr und damit ich euch auch ein bisschen was zurückgeben kann und das geht um eine Jacke von eins meiner letzten Videos, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende gespannt, damit ihr erfahrt, wie ihr teilnehmen könnt und wie ihr diese Jacke bekommen könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Bevor wir das tun, würde ich euch noch bitten zu abonnieren und dieses Video ein Like dazu hinterlassen. Damit würdet ihr dieses Video unterstützen und diesen Channel. Von daher würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Pullover und mit dem ersten Outfit. Den ersten Pullover habe ich mir von der Brand This Is Never Dead geholt und das ist eine südkoreanische Marke und ich habe mir den von dem Online-Shop Overkill geholt in Größe L. Der hat auch so einen Loose Fit, deswegen bin ich auch hier True to Size gegangen. Der Pulli hat auch vorne This Is Never Dead NTL stehen und das ist so reingenäht. Der hat auch so einen hochgeschlossenen Kragen, was ich ganz cool finde. Ich habe hier in dem Outfit, was ich dazu getragen habe, meine Nike B6000 getragen, meine Trackbands. Das Outfit ist auch, würde ich sagen, so Tech-Influencer und so All Black, was ich ganz cool finde. Allgemein finde ich, das ist so ein Pullover, der echt sehr vielseitig getragen werden kann. Der nächste Pullover habe ich mir von Lacoste geholt und zwar habe ich den direkt von deren Online-Shop geholt in Größe XXL, da ich so einen Loose Fit haben wollte. Der ist in so ein Creme-Weiß und hat so ein V-Neck. Der hat auch so einen Patchwork-artigen Design, dadurch, dass er so zwei unterschiedliche Strickstrukturen hat. Was ich ganz cool finde an dem Pullover sind diese grünen Balken überall, sei es jetzt an dem Kragen, an den Ärmeln oder unten am Bund. Ich würde den Pulli eher nach innen gedreht tragen. Ich finde, das gibt den so Vintage Look. Das Outfit, was ich hierzu getragen habe, ist auch mehr so Richtung Vintage, würde ich sagen. Ich habe hier meine Adidas Rivalry Low getragen, meine Baggy Jeans. Ich würde sagen, das Outfit ist auch ein bisschen so Tyler the Creator Tennis Club inspired. Als nächstes habe ich mir einen Pulli von der Brand Wasted Paris bestellt. Den habe ich mir auch von dem Online-Shop Overkill geholt in Größe L. Der hat vorne Wasted in Weiß stehen und hat einen Stehkragen. Unten hat er einen Bund und er hat echt ein sehr angenehmes, weiches Material. In dem Outfit, was ich hierzu getragen habe, habe ich meine Nike Air Force getragen, um das Weiß von dem Pullover wieder aufzunehmen. Insgesamt geht das Outfit trotzdem mehr in Richtung All Black. Meiner Meinung nach ist der Pullover echt ein sehr nices Piece für den Winter. Als nächstes habe ich mir einen Pulli von Weekday geholt in Größe L. Auch hier bin ich True to Size gegangen, da er einen leichten Oversize Fit hat. Der Pulli kostet auch nur 50 Euro. Was ich ganz cool finde, ist einmal diese Farbe. Ich finde, dieser Grünton sieht hier sehr, sehr cool aus. Und der Druck, sei es jetzt vorne oder an den Ärmeln. Das Material und der Kragen sitzt bei dem Pulli echt sehr nice. Ich habe mich hier bei dem Outfit für eine eher helle Hose entschieden, da ich finde, damit kommt der Grünton mehr zur Geltung. Da der Pulli ausverkauft ist, werde ich unten in der Beschreibung ein paar Alternativen verlinken. Als nächstes habe ich einen Pulli von Bershka geholt, auch hier in Größe L, da ich auch hier mehr True to Size gehen wollte. Ich finde, das ist so ein Basic Piece, auch durch diesen Stehkragen, der es ein bisschen eleganter macht und er hat echt ein sehr weiches Material. Ich habe den hier in einem Outfit kombiniert, was mehr in so eine Workwear-Richtung geht. Und zwar habe ich meine Jaded Jeans Cargo dazu getragen, ein blaues Flanell, um das ganze Outfit ein bisschen abzurunden, da ich finde, das ist so ein Basic Piece und da kann man auch ein paar auffälligere Pieces dazu kombinieren.
Der nächste Pullover ist von der Brand Etis. Das ist eine Brand aus Stockholm, aus Schweden. Ich habe mir den in Größe LXL geholt und das ist so ein Unisex-Piece. Ich finde, dass diese Farbe, dieses Hellgrau, sieht bei diesem Pullover echt sehr, sehr nice aus. Der hat auch echt einen sehr schönen Kragen und sehr angenehmes Material. Der hat auch mehr so ein boxy Fit. Ich habe hier zu diesem Pullover meine braune Anzugshose von Jaded getragen, meine Oldschool Vans und bei den Schmuck habe ich mich auch für ein bisschen dezentere Variante entschieden mit den Schlüsselanhänger und den Ring. Der nächste Pullover ist auch von Etis und das ist ein Halfsee-Pullover mit einem Cropped Fit. Ich würde den hier eher gedreht nach innen tragen. Das ist auch ein Unisex-Piece. Was ich bei diesem Piece ganz cool finde, sind diese Schlüsselanhänger an dem Reißverschluss. Ich finde, die sehen sehr nice aus. Ich finde die Idee auf jeden Fall sehr cool. Der hat auch echt ein sehr heavy Material und sehr angenehmes Material. Ich habe das hier in einem eher sehr simplen Outfit getragen mit einer Jeans, sehr clean, da ich finde, dieses Piece braucht mehr Raum, um zu gelten. Und in den nächsten Videos werde ich auch auf ein paar Marken eingehen, die auch Crop Pullover machen. Als nächstes haben wir hier ein Pullover von Zara und den habe ich mir in Größe XL geholt, da ich so ein Oversize-Fit haben wollte, da der Pullover mehr ein Regular-Fit hat. Was ich ganz cool bei dem finde, ist diese Farbauswahl, diese ganzen grünen und Brauntöne, finde ich, sehen hier sehr cool aus und der hat echt einen Vintage-Look, was ich echt sehr nice finde. Der Pullover ist auch zurzeit reduziert auf 30 Euro, also echt sehr preiswert. Ich habe den hier in einem Outfit kombiniert, was eher schicker ist, würde ich sagen, mit einem Hemd und einer Anzugshose, passend zu den Feiertagen. Der Pullover hier ist von COS und den habe ich mir in Größe L geholt. Das ist auch der erste Rollkragenpullover. Der ist auch sehr ähnlich von dem Design her zu dem Lacoste-Pulli. Der ist auch in der Mitte zweigeteilt und hat zwei unterschiedliche Strukturen. Ich finde auch, dass der Pullover echt sehr hochwertig ist. Allgemein hat COS echt sehr hochwertige Strickteile. Ich habe das hier in einem Outfit kombiniert, was eher sehr simpel ist, mit einer beigen Baggy Jeans, meine Adidas Rivalry Low, da ich fand, dass diese Farben sehr schön zusammen harmonieren. Der Pullover hier ist auch von COS, den habe ich mir hier auch in Größe L geholt. Der ist aus Woll-Alpaka-Mix und hat echt ein sehr weiches, angenehmes Material. Ich finde auch dieser haarige Look und dieser Design von dem Pullover sieht sehr cool aus. Der hat auch echt einen sehr interessanten Kragen. Was ich auch am meisten bei dem gefeiert habe, ist dieser asymmetrische Kragen, der sich so überlappt. Das sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr cool aus. Und ich finde allgemein, das ist so ein Pullover, den man sowohl hier mit einer Jeans kombinieren kann, als auch mit einer Anzugshose und ich habe den hier mit auch meiner Bandana getragen, um das Outfit ein bisschen mehr Richtung Streetwear, ein bisschen chilliger zu halten. Das ist auch, finde ich, so ein Statement-Piece, was man echt sehr vielseitig kombinieren kann, wie auch hier mehr Richtung so Workwear oder mehr so Streetwear, aber man könnte es auch, wie gesagt, mehr schick oder so casual-schick kombinieren. Da der Pullover zurzeit ausverkauft ist, werde ich in der Beschreibung Alternativen verlinken. Als nächstes haben wir hier noch einen Zip-Pullover und der hier ist von Zara, den habe ich mir in Größe XL geholt. Ich finde, das ist auch eine sehr gute, preiswerte Alternative zu dem Etis-Pullover. Ich würde hier den Kragen, wie auch bei dem anderen Pullover, nach unten umschlagen. Der hat auch hier einen sehr hohen Kragen und ich finde, das ist auch sehr praktisch für den Winter. Was ich auch ganz praktisch bei dem finde, dass er so Seitentaschen hat. Ich habe den hier in einem Outfit kombiniert, was mehr Ton und Ton ist, aber ich finde, das ist so ein Pullover, der echt sehr vielseitig ist und man kann den mit alles Mögliche tragen. Der ist zurzeit zwar ausverkauft, aber das ist so ein Piece, was bei Zara immer wieder und wieder reinkommt, aber nichtsdestotrotz habe ich ein paar Alternativen unten verlinkt. Der vorletzte Pulli ist von Kickers von ASOS und der ist komplett so ein simpler Basic Pulli, All Black, wo auch das Logo komplett in schwarz ist. Es ist fast unsichtbar. Den habe ich mir hier in Größe XL geholt. Der hat einen Kragen, der relativ hoch sitzt, worauf ich echt immer achte. Und er hat auch an einer Seite, an einem Ärmel, so Kickers stehen. Ich habe den hier mit meiner Jaded Anzugshose getragen. Ich finde allgemein bei so Oversize Strickpullovern passen so White Leg Anzugshosen richtig gut. Und ich habe auch hier mein Bandana nochmal dazu getragen, um das Outfit ein bisschen aufzulockern.
Zuletzt haben wir einen simplen Zara-Pullover in Creme-Weiß. Den habe ich mir hier in Größe XL geholt. Der hat so leichte Drop-Shoulders und so einen leichten Oversize-Fit. Das ist so ein Piece, was man mit alles Mögliche tragen kann. Und der hat auch hier einen sehr schönen Kragen, finde ich. Ich habe den hier in einem Outfit kombiniert, was mehr so ein Daily-Outfit ist. Und zwar habe ich den hier mit meiner grünen Cargo getragen. Ich finde, das sind so Outfits, die man jeden Tag tragen kann, die sehr simpel und clean sind, die auch dazu gehören. Kommen wir zu der Jacke, die ich am Anfang des Videos schon erwähnt habe. Und zwar ist das eine Fleece-Jacke von Zara. Und die habe ich mir vor 3 Wochen geholt. Die ist auch zurzeit ausverkauft. Die hatte ich auch in meinem Winterjacken-Lookbook in ein Outfit kombiniert. Ich blende auch einmal hier die Aufnahmen von der Jacke und von dem Outfit, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie diese Jacke fittet. Ich habe mir die in Größe LXL geholt. Und da habe ich auch gesagt, wie sehr ich dieses Pferdemuster feiere und dieses weiche Material von der Jacke. Um teilzunehmen, um diese Jacke zu bekommen, müsst ihr folgende 4 Schritte beachten. Einmal den Channel abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habe, dieses Video ein Like da hinterlassen und unten einen Kommentar schreiben mit Hashtag Fleecejacke und mir auf Instagram folgen, und ich werde nächste Zeit mir alle Namen aufschreiben und einen Namen ziehen, und das werde ich in meinem nächsten Video verkünden, also seid da auf jeden Fall gespannt. So Leute, kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und ich hoffe, ich konnte euch bei der Pullover-Suche jetzt im Winter ein bisschen weiterhelfen. Ich werde nächste Zeit nochmal ein Video machen zu dem Thema Upcoming Brands und viele der Marken, die ihr mir geschickt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!